It's a tradition. Es ist eine Tradition. Wer wissen möchte, wie wissenschaftliche Tradition und Moderne verbunden werden, kommt am besten nach Oxford. Vom 15. bis 18. November 2018 fand eine Exkursion Göttinger Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes nach Oxford statt. Zu Beginn ging es zum Evensong in der Kathedrale von Christchurch. Weltberühmt ist neben der Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert der Chor. Als nächstes Highlight ging es zur Oxford Union. Die im Jahr 1823 gegründete Debattiergesellschaft ist eine der ältesten Universitätsgesellschaften. Einer langen Tradition folgend werden hier weltbekannte Gäste zum Debattieren eingeladen. So waren schon unter anderem Ronald Reagan, Bill Clinton, der Dalai Lama, Mutter Teresa, Sir Elton John oder Michael Jackson zu Gast. Die Debate Chamber, in der die hochrangigen Gäste vortragen oder Studierende das Debattieren üben und sich so auf eine politische Karriere vorbereiten, hat eine Kapazität von 450 Sitzplätzen. Anschließend besuchten wir die Bodleian Library direkt neben dem Sheldonian Theatre. Die Bodleian Library ist die Hauptforschungsbibliothek der Universität Oxford und eine der ältesten Bibliotheken Europas. Mit über 12 Millionen Objekten ist sie nach der British Library die zweitgrößte Bibliothek Großbritanniens. Geführt von Student Scouts ging es durch das Trinity College. Das im Jahr 1555 gegründete College stellt eines der konstituierenden Colleges der Universität Oxford dar. Am späten Nachmittag ging es dann ins Mansfield College zur Adam von Trott Memorial Lecture. Adam von Trott war Jurastudent in Göttingen und Oxford und war später als Widerstandskämpfer am Stauffenberg-Attentat gegen Hitler beteiligt. Seit 2010 ist die Gruppe Göttinger Stipendiatinnen und Stipendiaten zum vierten Mal zu Gast und hat damit die Basis für eine Kooperation zwischen Oxford und Göttingen gelegt. Die Gedenkvorlesung wurde in diesem Jahr vom Bundestagsvizepräsidenten und Göttinger Direktkandidaten Thomas Oppermann zum Thema Germany, Britain and Europe – What Prospects? Gehalten. Thank you very much for inviting me, Helen. It's a great honor to stand here at Mansfield College and to hold the Von Trott Lecture. Schwerpunkt des Vortrages war der bevorstehende Brexit und die möglichen Folgen. Es gibt ein Adam von Trott Stipendium, das jedes Jahr vergeben wird. Sowohl ich als auch Kenneth Stiller, der jetzt über mir ist, Anja, wir sind die Scholars hier von Adam von Trott. Das heißt, wir nehmen an den Board Meetings teil, wir nehmen an den Memorial Lectures teil und wir versuchen einfach im College alles, wofür Adam von Trott stand, irgendwie weiterzutragen und auch seine Person darzustellen. Also ein Highlight war natürlich die von Trott Vorlesung tatsächlich und den Anlass, etwas mehr kennenzulernen, warum wir hier sind. Natürlich ganz spannend waren die ganzen Besichtigungen der Colleges, um das Universitätsleben hier ein bisschen mehr begreifen zu können. Wir haben gerade zwei Sachen in Vorbereitung. Das ist eine studentische Konferenz, die im nächsten Jahr stattfinden soll, mit Teilnehmenden aus Oxford und aus Göttingen, aber auch anderen europäischen Universitäten. Und wir sind gerade dabei, ein Stipendienprogramm, so ein Kurzzeitaustauschprogramm zwischen Oxford und Göttingen auf den Weg zu bringen. Und durch diese beiden Vorhaben versuchen wir natürlich, diese Verbindung nach Oxford oder zwischen Oxford und Göttingen weiter zu stärken und auszubauen. Und ja, mal schauen, was dann noch so kommt in den nächsten Jahren. Vielleicht kann man das noch weiter ausbauen und festigen. Zum Thema Brexit wird man in den nächsten Jahren ja erst sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Aber ich vermute, dass es einen großen Einfluss auf die universitäre, also auf den universitären Alltag hat. Ganz besonders auch auf Auslandssemester, Auslandsaufenthalte, Stipendien und so weiter.
Am Samstagmorgen hatten wir das Privileg, Christchurch zu besichtigen. Christchurch wurde 1546 von König Heinrich VIII. Gegründet und ist eines der konstituierenden Colleges der Universität Oxford. Gleichzeitig ist es Sitz der Diözese Oxford und beherbergt deren Kathedrale. Mit mehr als 600 Studierenden ist es eines der größeren Colleges in Oxford. 13 britische Premierminister, König Edward VII., 17 Erzbischöfe sowie Lewis Carroll, Autor von Alice im Wunderland, gehören zu den Christchurch Alumni. Der Treppenaufgang zur Dining Hall sowie die Hall selber haben für die Harry Potter Filme Pate gestanden. Diese Exkursion hat Spuren und Eindrücke hinterlassen, die uns für unser weiteres akademisches Leben inspiriert haben. Viele Grüße an die Studienstiftung und super vielen Dank, dass Sie uns das ermöglicht haben und dass wir in diesem Sinne so privilegiert waren, uns viele Colleges auch von innen anzuschauen und so viele tolle Erfahrungen mitnehmen konnten in so kurzer Zeit.